So, ihr kleinen Banausen, lass mal Rickporn gucken. Zur Entspannung. 2023, was hat Walle denn so gebaut? Lass mal gucken. Moin Leute, Walle hier am Start. Ich habe dieses Wochenende wieder richtig viel Rennaction, Liga-Action. Einmal Samstag fahren wir in F1 2020 in Bahrain. Und am Sonntag habe ich in Automobilista 2 wieder ein Rennen. Da fahre ich aktuell in so einer Retro-Formel-1-Liga. Da fahren wir mit diesen richtig geilen, historischen Formel-1-Autos von 1991. Grüße an der Stelle an die Sim-Racing-Buddies, wenn das einer von denen sieht. Aus diesem Anlass wollte ich euch heute einfach mal so... Aber so ein Kühlschrank da haben, Walle, ist auch schon wild, oder? So einen dicken Apparat im Hintergrund. Ein bisschen meine Geschichte mit Rennspielen erzählen und euch vor allem auch mal mein aktuelles Sim-Racing-Setup zeigen. Du fährst am Schreibtisch, das sehe ich schon. Weil das ist nämlich längst überfällig. Schon seit meinen allerersten Tagen als Gamer, ich glaube, ich habe so mit 5, 6 Jahren angefangen zu zocken am PC, hat mich ein Genre ganz besonders interessiert, Rennspiele. Und ich glaube, die Anfänge waren so in Need for Speed 1, Need for Speed 2 Special Edition, brennender Asphalt und dann natürlich die ganzen Klassiker, ne? Underground 1, Underground 2, Most Wanted, Carbon, Undercover, den ganzen Bums. Und alle Leute gerade am Ausflippen, das sind alles einfach nur Arcade-Racer, Alter. Wir sind damals was ganz anderes gefahren, Mann. Ich bin vor allem mit Need for Speed groß geworden. PlayStation 2 hatte ich nie am PC mit Tastatur. Und 2013 habe ich dann nach Jahren des Tastatur-Racings endlich mein erstes Lenkrad bekommen. Und das war ein Logitech Driving Force GT. Ich hatte irgend so ein Ding, was noch über einen seriellen Port funktionierte damals. Also so ein richtig altes Ding. Und das hat schon damals ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, das ist 2007 oder 2008 oder so auf den Markt bekommen. Und ich habe das 2013 bekommen, gebraucht von einem Zuschauer, der mir irgendwann mal bei Facebook geschrieben hat und gesagt hat, yo, ich habe hier noch ein Lenkrad rumliegen, ich benutze das nicht, willst du das haben? Und ich natürlich, ja natürlich, ja, ich habe immer schon ein Lenkrad haben wollen. An der Stelle also nochmal dicke Grüße an Thomas. Ich vermute, der wird das nicht sehen. Ich glaube, der hat inzwischen Frau und Kind. Viele hunderte Stunden sind... Nicht so wie ich. Kann ich verstehen, Walle, könnte aus meinem Mund kommen, so eine Aussage. Viel Spaß, insofern nochmal vielen Dank dafür. Und mit diesem Logitech Plastikbomber, so muss man es sagen, wie gesagt, Neupreis 80 Euro, das Ding klappert und rattert, die Pedale sind absolut billig, es ist ein Plastikbomber, aber immerhin ein 900 Grad Lenkwinkel, das ist ja schon mal ganz solide. Und mit dem Lenkrad habe ich wirklich dann hunderte Stunden auch in Assetto Corsa durchgeballert, Euro Truck Simulator 2, Landwirtschaftssimulator habe ich damit gespielt, die Formel 1 Games, wir haben sogar auf YouTube damit auch Need for Speed Carbon Let's Play mit Lenkrad. Ah, Alter, das Zimmer hinten, Walle. Haha, das sieht aus wie bei mir früher. Need for Speed Undercover Let's Play, auch mit diesem Lenkrad. Und das für ganze 6 Jahre tatsächlich. Also ich habe es gebraucht bekommen, ein paar Jahre altes Lenkrad, habe es dann noch 6 Jahre lang runtergerockt. Das ist Plastik, 80 Euro Lenkrad. Es hat ohne Mucksen durchfunktioniert bis zum Ende. Nice. Und 2019 war es dann aber endlich soweit, da habe ich dann gesagt, jetzt wird mal investiert in was Vernünftiges. Und dann habe ich mir bei Fanatec ein richtig schönes Setup bestellt für 1500 Euro. Und genau dieses Fanatec Setup habe ich heute immer noch und insofern zeige ich euch jetzt mal mein aktuelles Simracing Setup. Das hier ist mein super langweilig aussehender Schreibtisch und normalerweise sieht das hier so aus, ne? Mauspad, Tastatur, Bildschirm etc. Wenn ich jetzt hier Rennen fahren will, dann muss ich daraus erstmal ein Rennsetup basteln. Das heißt, erstmal den Schreibtisch freiräumen. Mikrofon aus dem Weg, der Stuhl muss weg, weil wir brauchen Platz am Schreibtisch. Die Tastatur muss aus dem Weg, das Mauspad und so weiter. Und dann liegt hier unten, rechts neben meinem Bürostuhl, meine Base mit der sauschweren Schreibtischmontierung von Fanatec. Warum ist da nochmal Paketband dran? Okay, okay. Und ja, das liegt da ständig im Weg rum. Ich stoße mir da regelmäßig die Füße dran, das sammelt Staub, aber am Schreibtisch lassen kannst du es halt natürlich auch nicht die ganze Zeit, wenn du den Schreibtisch für irgendwas anderes benutzen willst, komplett ab. Von wann ist denn das Video? Bauen und irgendwo wegräumen ins Regal ist auch blöd, weil wenn du es alle paar Tage benutzen willst, hast du keine Lust, das jedes Mal komplett wegzuräumen. Hm? Also liegt es neben dem geiles Gehäuse, das habe ich auch. Schreibtisch, sammelt Staub und ja, liegt im Weg rum. Sexy das Purpose. Ist eine Pfanne. Oh, da rechnet jemand aus, wie viel Strom er verbraucht. Ah ja. Guter Mann. Clubsport Base V2.5, die hat damals, glaube ich, 550 Euro gekostet. Da gab es noch gar keine günstigen Fanatec Direct Drives oder so Sachen wie Mosa und Thrustmaster und Logitech, was jetzt alles gibt. Insofern ist das leider kein Direct Drive. Die hat tatsächlich noch einen Riemenantrieb. Nicht ganz so billig wie die Logitech Einstiegslenkräder natürlich, aber ja, trotzdem auch kein Direct Drive leider. Diesen kiloschweren Klotz hier, den montiert man dann am Schreibtisch mit den Klemmen hier. Das ist diese offizielle Fanatec Tischmontierung. Für diese 900 Grad
Tragbasis habe ich dann zwei Lenkrad draufsetze. Und zwar einmal ein rundes. Das hier ist so ein Clubsport-Lenkrad. Porsche 918 RSR, glaube ich, heißt das. Damit bin ich zum Beispiel gefahren. Euro-Truck-Simulator, Landwirtschaftssimulator. Aktuell fahre ich damit auch in Automobilista 2 meine Liga-Rennen mit diesen Retro-Formel-1-Autos und so Zeug. Und außerdem habe ich... Ich bin jetzt gerade wirklich verwirrt. Ist das jetzt noch immer aktuell? Kommt da jetzt was Neues irgendwie? Ich noch diesen Aufsatz hier. Das ist der limitierte Clubsport F1 2020 Aufsatz. Die waren damals echt nicht günstig. Ich glaube, ich habe 450 Euro bezahlt. Und trotzdem bin ich immer noch sehr happy, den damals gekauft zu haben. Da gab es letztens ein paar auf eBay mal gebraucht für irgendwie 700 Euro oder sowas, weil Leute... Okay. Das immer noch suchen. Das Ding war einfach der Hammer damals. Richtig geile Optik. Das ja, damals. Das ist hier mit so einem geschmiedeten Carbon. Das Lenkrad hat außerdem auch schon die Clubsport Magnetic Pedal Modules dabei gehabt. Die konnte man dann später irgendwann separat kaufen für 100 Euro oder so, glaube ich. Und mit diesem Lenkradaufsatz hier habe ich inzwischen richtig viele Stunden runtergerockt. 675 Stunden in Assetto Corsa Competizione, 670 Stunden in Formel 1 2020, 500 Stunden in City Skylines, 483 Stunden in Grand Theft Auto 5, 400 Stunden in F1 und... Wisst ihr was? Ich bin der crazieste Motherfucker ever und ich habe 647 Stunden in Counter-Strike Global Offense damit. Und jetzt kommt ihr. 376 in F1 21, 333 in Assetto Corsa, 315 Stunden in F1 22 und es werden noch mehr werden, also da sind schon gut über 1000 Stunden reingeflossen, 1500, wenn nicht mehr. In ACC fahre ich zum Beispiel inzwischen in der LFM mit, da habe ich auch schon über 120 Starts, auch alles mit dem Lenkrad hier. Und in Formel 1 fahren wir jedes Jahr eine komplette Season mit der Community, außerdem fahre ich My Team immer ein, zwei Seasons. Wenn die Base fester am Schreibtisch montiert ist, dann ziehen wir hier noch den Monitor schön nah ran, sonst... Boah, da würde ich schon nach einem Tag die absolute Krätze kriegen. Ich bewundere wirklich Menschen, die dafür die Geduld haben, das jedes Mal zu machen. Weg davon, das ist immer noch mein Hauptmonitor, mit dem ich auch alles andere zocke. Ein 27 Zoll 1440p Monitor von Acer. Und dann muss noch die Kamera umgebaut werden, weil die sieht nämlich sonst das hier. Schön die Rückseite vom Bildschirm, das heißt auch die muss ich komplett umbauen. Und dann fehlen nur noch die Pedale und die sind natürlich ein weiteres großes Problem bei jedem Schreibtisch-Setup. Jeder von euch, der am Schreibtisch fährt, kennt das. Denn normalerweise tritt man in die Bremse und dann rutschen die Pedale weg. Oder alternativ, wenn die Pedale nicht wegrutschen, dann rollt halt der Stuhl nach hinten. Damit die Pedale nicht wegrutschen können, habe ich mir hier diese super fancy Konstruktion unterm Schreibtisch gebaut. Geil, Alter. Da hinten ist die Wand. Dann haben wir hier eine original verpackte, eingeschweißte Anno 1800 Collector's Edition. What? Walle, wir müssen reden. Excuse me? Aber noch nicht Anno 1800 Collector's Edition. Alles, aber das nicht. Du hättest ja deine Fanatec-Kartons nehmen können. Fragt nicht warum, die hat halt gut gepasst. Von der Breite her. Dann haben wir noch irgendein random Brettspiel und dann diesen Holzschemel, den ich selber gebaut habe. Da stellen wir dann die Pedale dahinter. Dann können die nämlich schon mal nicht nach hinten wegrutschen. Weil alles andere, ne, da stehen lauter Sachen und dann kommt die Wand. Insofern die Pedale... Maga, kannst du deine Kabel mal ein bisschen aufräumen? Also, du hast echt nicht viele Kabel, aber ein bisschen zumindestens. Walle, ein bisschen fürs, weißt du, für die Zuschauer mit Fetisch. Also, du kannst ja auch drei Kabelbinder drum machen. So ein bisschen. Wir können nicht wegrutschen. Mhm. Und diese Pedale sind die Fanatec Clubsport V3 Pedale. Ja, die besten Pedale, die man nicht kaufen sollte. Mit dem Fanatec... Nein, wir lassen das jetzt. Ich sehe nämlich schon wieder die Kommentare, warum der Fanatec-Hate. V3 Brake Performance Kit. Das Brake Performance Kit, was theoretisch mit im Karton sein könnte. Weil es einfach nur vier so eine Gummidinger sind. Das ist schön hart und auch sonst bin ich eigentlich mit den Pedalen insgesamt über die ganze Zeit jetzt doch recht zufrieden gewesen, muss ich sagen. Aber das damit stehen die Pedale schon mal fest. Jetzt. Das sind übrigens die wartungsunfreundlichsten Pedale, die es gibt auf dem ganzen Planeten. Jetzt nehmen wir uns unseren fancy Bürostuhl hier. Der ist absolut grandios zum normalen Sitzen. Der ist wirklich geil und darum beneide ich dich. Ich bin ein Riesenfan. Ich sitze täglich stundenlang am Rechner und der ist also wirklich sehr bequem. Ich habe keine Probleme mit Rücken oder irgendwie sowas. Aber als Rennsitz ist er jetzt nicht so richtig geil geeignet, muss ich sagen. Den stellen wir fest, dass er nicht mehr kippen kann und schrauben ihn komplett runter. Aber auch der würde natürlich sofort nach hinten wegrollen, wenn ich Bremse oder Gas gebe. Und damit das nicht passiert, kommt die nächste Bastellösung. Hier liegt ein Teppich. Davor liegt mein Elgato Greenscreen. Dagegen kommt dann der Bürostuhl mit seinen Beinen, damit der nicht nach hinten wegrollen kann. Und damit ich nicht den Greenscreen komplett wegschiebe, wenn ich bremse, steht dann hier noch so ein schwerer Umzugskarton drauf. Da sind Werkzeuge drin und all so Kram.
Und damit rutscht dann mehr oder weniger nichts mehr. Einfalls aber auch nicht immer. Also es kommt schon häufiger mal vor, dass ich mitten im Formel-1-Rennen plötzlich irgendwie mit dem Stuhl mich ein bisschen verschiebe und dann... Aber Walle, wie wäre es denn auf der anderen Seite auch noch mit dem Umzugskarton? Ist irgendwie richtig scheiße und dann kannst du während dem Rennen natürlich auch schlecht das wieder zurechtdrücken und es nervt. Und damit ist dann mehr oder weniger alles aufgebaut, wir können die Motoren starten und es kann losgehen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ich hier standesgemäß mit Handschuhen zum Beispiel in ACC in der LFM schwitze oder unsere wöchentlichen Formel-1-Community-Rennen fahre. Deine Kamera ist schräg von diesem Blickwinkel. Ich habe jetzt gedacht, wirklich, es kommt irgendwann so der Kicker, aber... Und dann kommt was anderes. Das soweit zu meinem aktuellen Rennsetup, mit dem ich jetzt seit 3 Jahren jetzt unterwegs bin. Tausende Stunden in ACC, Formel 1 vor allem auch viel. Und ich denke an sich, die Technik, also das Lenkrad und die Pedale vor allem, da träumen viele von. Ist ja auch solide Fanatec-Hardware, die auch nicht günstig war. Und an sich bin ich auch immer noch sehr zufrieden mit der Hardware an sich. Was auf jeden Fall inzwischen einfach nervt, ist dieses ganze Schreibtisch-Setup. Das, was ihr eben gesehen habt, mit Schnitt in echt dauert es noch länger. Und wenn wir samstags irgendwas zocken und dann fahren wir Formel 1 und danach spiele ich wieder was anderes, dann bin ich am Aufbauen und damit am Abbauen, hin und her. Und es wackelt, der ganze Schreibtisch wackelt natürlich auch, wenn ich hier, also ihr seht, die Kamera wackelt mit, die Monitore wackeln, alles wackelt mit. Und auch wenn der Stuhl natürlich irgendwie feststeht, auch mit dieser Konstruktion kommt es immer mal wieder vor, dass ich während dem Rennen dann plötzlich ein bisschen zur Seite rutsche oder nach hinten. Und dann kannst du ja während dem Rennen auch nicht anfangen, das wieder richtig zu biegen. Dann sitzt das halbe Rennen irgendwie so schief, weil der Stuhl verrutscht ist. Und insofern, nach einigen Jahren Tastatur, 6 Jahren Logitech, paar Jahren jetzt Fanatec am Schreibtisch, ist für mich der nächste große Wunsch 2023 ein richtiges, festes Simrig Setup mit fest montierten Pedalen, die sich keinen Millimeter bewegen, mit einem fest montierten Sitz, der immer die gleiche Position hat. Und ich muss dich enttäuschen, aber das das bewegt sich trotzdem. Und wo ich auch nicht immer alles an- und wieder abbauen muss, wo alles einfach nur, man setzt sich rein, macht den Motor an und los geht's. Und vielleicht sogar dann auch das Upgrade von einem Riemenmotor auf Direct Drive. Zumindest den Platz dafür habe ich schon reserviert. Als wir hier eingezogen sind Anfang des Jahres, habe ich ja mein eigenes Streamingzimmer bekommen. Und rechts vom Schreibtisch habe ich damals schon extra vorausschauend, weil ich dachte, irgendwann soll das halt mal kommen, so ein Simrig. Ich habe ungefähr 2,50 Meter mal 1,80 Meter. Das sollte platztechnisch auf jeden Fall reichen. Aber ich habe halt auch gesehen, dass es durchaus ein langfristiges Hobby ist, dass ich regelmäßig und gerne mache. Das ist nicht nur eine kurze Laune, wo man jetzt gerade mal Spaß dran hat, irgendwie ein paar Monate, sondern was ich wirklich schon seit Jahren mache und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre weiterhin gerne machen werde. Und insofern ist für mich ein festes Alu-Rig, ein richtiges Sim-Racing-Rig, der nächste wünschenswerte logische Schritt. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Das war mein kleiner Einblick in mein aktuelles Sim-Racing-Setup am Schreibtisch. Grüße gehen raus an alle Schreibtisch-Racer da draußen. Bleibt stark. Es ist nicht immer einfach, aber wir haben trotzdem unseren Spaß. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Und wer Bock hat, schaut gerne rein bei Twitch. Am Samstag 18 Uhr F1 2020. Am Sonntag 19.30 Uhr Automobilista 2. Ich bin raus, Herr Walle. Bye, bye. Tschüss, Walle. Ich habe jetzt wirklich gedacht, da kommt so ein Riesenkicker. Weil aber auch, man muss auch sagen, das Thumbnail hat schon wirklich... wo ist es denn? Da. Ich habe halt wirklich gedacht, er hat sich so ein Riesenbrett dahingestellt. Schön reingebaitet. Ich wurde reingebaitet. Trotzdem, es war sehr, sehr langlebig, was Walle gemacht hat. Also er hat sich wirklich ein paar Jahre damit rumgeschlagen. Hätte ich nicht gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Hätte ich persönlich nicht mehr gemacht. Aber wisst ihr, das ist immer so die Erfahrung, die irgendwann mal aus einem rausspricht, wenn man das schon ein paar Jahre gemacht hat, dass man das nicht mehr machen will. Und für andere Menschen ist das am Schreibtisch einfach normal, ne? Logitech 5 Jahre, Fanatec 4 Jahre, Alu-Rig coming soon, 2030. Naja, der soll einen Donation Code im Stream machen. Ich würde euch Mitleid spenden. Er hat es nach all den Jahren einfach verdient, einen Simrig zu haben.